Heute gleich drei Spiele auf einmal. Wir spielen weiter Mario Bros. 3, danach ein bisschen Windjammers 2 und dann noch Dodgeball Academia. Jetzt hier mit Gregor und mir. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Spiel- und Hüpf-Formats, von dem wir heute nur einen Teil für tatsächliches Hüpfen verwenden werden. Gregor, was spielen wir heute? Das ist ja so schön ausgeführt, ich wollte sagen, das sind ja drei Spiele auf einmal, Fabian. Ja. Das geht nun wirklich nicht. Doch, es geht. Na, wir hatten die Absicht, ja in der letzten Folge auch schon die Handvoll restlicher Level der Super Mario Bros. 3 E-Reader Special Level durchzuspielen, bis wir an unseren Nemesis gekommen sind. Mhm. Ich glaube, ich habe ins VOD kurz reingeschaut und wir waren bei, wie viel, eine Stunde 15 oder so, hin und her. Es war aber auch ein sehr schwieriger Level, muss ich sagen. Aber du hast ihn bravourös gemeistert am Ende. Das stimmt. Und danach haben wir, glaube ich, noch einen durchgespielt. Ich habe mir das VOD nochmal sorgsam zu Gemüte geführt. Und in grenzenloser Überschätzung unserer eigenen Fähigkeiten haben wir heute gedacht, na komm, für die 5 Level, die jetzt noch offen sind, da brauchen wir nicht die 2 Stunden. Deswegen haben wir noch 2 Spiele vorbereitet, die wir euch idealerweise hier einmal zeigen wollen. Nämlich die Beta zu Windjammers 2. Und danach noch Dodgeball Academia. Ein sehr nettes, ist eigentlich eine Art Rollenspiel mit. Ja, ich wollte sagen, ne? Das hat die RPG-Elemente drin, ne? Genau, das ist ein bisschen wie Paper Mario, nur dass das Setting und die Kämpfe eher so einen Dodgeball-Charakter haben. Es wird dir, glaube ich, ganz gut gefallen, Gregor. Ja, bevor wir starten mit Mario, wir haben Post bekommen. Also du, ich und Simon normalerweise, also unsere eigentliche Montagscrew, aber Simon Geili. Bald noch im Urlaub von Felix aus Tübingen. Und ich habe gedacht, Gregor, wir packen das einmal aus und schauen, was da drin ist. Ich würde erstmal, glaube ich, den Brief kurz verlesen, der ist relativ knapp. Lieber Simon, lieber Gregor, lieber Fabian, vielen Dank für eure unterhaltsamen Resident Evil und zuletzt Silent Hill Let's Plays. Ihr habt uns die Welten dieser Spieleklassiker nahegebracht, an die wir uns selbst wohl nie herangetraut hätten. Als wir beim Stöbern auf diese Ente gestoßen sind, mussten wir sofort an euch denken. Hoffentlich habt ihr nicht schon 20 Stück davon bestellt. Also ich nicht, vielleicht du, Gregor, ich zeig sie dir gleich. Zeig sie mal. Wir freuen uns schon auf das nächste Let's Play mit euch dreien. Viele Grüße, Felix und Alina. Und dann noch PS, lasst dich nicht unterkriegen, Fabian, ein aufgeräumtes Inventar ist wichtig. Das unterschreibe ich an dieser Stelle. Du darfst es mal auspacken. Ich darf es mal auspacken. Also ich sehe Resident Evil. Ich sehe, das ist ein Tofu Resident Evil Quietsche-Entchen von Tabs. Okay, ich meine mich erinnern, im letzten Jahr solche von Sonic gesehen zu haben, so Sonic-Quietsche-Enten. Aber das, mit dem Messer sogar. Das ist schon geil. Ist nun mal was anderes. Ui. Und vorne so hat ein Quietsche-Entchen Schnabel dran. Quietscht noch nicht. Naja, man muss wahrscheinlich, der Tofu wird auch hart, wenn du den lange draußen stehen lässt. Ah, okay. Ist ja auch klar. Weil es ist ja kalt geworden. Muss da eine Batterie rein vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Also da ist auf jeden Fall, vielleicht bin ich auch zu schwach auf der Brust. Ich probiere das mal. Lass mal rüber. Ja, super. Danke dafür. Vielen Dank an Felix und Alina. Wir werden noch rausfinden, wie das hier quietscht. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden in einer der kommenden Folgen. Ich packe das mal wieder ein. Und Gregor, ich würde sagen, du darfst heute starten. Ich habe nämlich aufgehört beim letzten Mal. Ja, mache ich gerne. Wir spielen auch heute mal mit ein bisschen anderen Controller. Also wundert euch nicht, der hat eine sehr hohe Klickratio. Na, also wenn ihr sowas hört, dann sind es nicht die morschen Knochen, sondern es ist der Controller mit schönen Mikroschaltern hier drin. Ich glaube, das hört man gar nicht auf der Kamera. Weißt du noch, welcher Level es war? Ja, wir haben Game Koopaling Confusion geschafft gehabt, noch nach dem Bowser's Last Stand Level. Das war der mit Ludwig van Koopa am Ende. Das heißt, du müsstest dich jetzt Bowser's Airship Nummer 1 widmen. Okay, dann haben wir also noch 4 Level über, die drei Airships plus Treacherous Halls, glaube ich, weil No Time to Dawdle hatten wir ja schon. Genau, wir haben 4 Level eigentlich noch, die wir nicht gespielt haben. Let's do this. Oh, gleich mit Feuerblume, geil. Wahrscheinlich verliere ich die aber gleich. Oh, mit. Ah, der Pfeil zeigt in die Richtung. Was, das ist ungewohnt. Ja, man denkt erst, er würde nur auf die Pflanze verweisen, aber es geht tatsächlich da lang und das mit relativ schnellem Autoscrolling. Darf ich die Propeller berühren? Das vermute ich mal nicht. Bombkracher fragt, ob bei uns die Heizung ausgefallen ist. Nein, ist sie nicht. Im Gegenteil. Es ist Hamburg. Okay, es ist halt Hamburg hier. Es ist tatsächlich kalt. Man würde in anderen Bundesländern sagen, es ist Herbst bis früh Winter heute. Oh. Was hast du? Oh! Okay, das war. Das war Glück. Hast du gut antizipiert, würde ich sagen. Ja, ich habe nur darauf gewartet. Du. So.
Machen wir wieder zwei Leben immer? Ja. Falsche Richtung ausgewichen. Voll irre, jetzt fällt mir gleich wieder ein, es gibt ja keine Checkpoints hier. Nee. Ich vergesse es jede Woche wieder, weil ich sag's auch jede Woche, viel gerade Mario Maker gemacht habe. Mhm. Vielleicht haben wir mit dem Mario Maker was Schönes wieder produziert. Das werdet ihr bald hier sehen können und das wird sich lohnen. Mario geht immer. Kann man ja nichts gegen sagen. Ich habe sogar mein formschönes Mario-Shirt aus Japan angezogen heute. In weiser Voraussicht. Der kommt immer. Oh, ich hasse ihn. Ich glaube, du bist schon mal weiter als eben. Ja, ui! Wow, 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 wow. So, wie hoch schießt der? Was? Genug schießt er, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ach, der wirft das ja nicht da nach oben hin. Die dumme Sau. Dieser Controller, den wir heute haben, ich will jetzt keine Werbung machen oder so, ich finde ihn sehr ungewohnt. Er ist cool, aber das Geklacker ist wirklich... Ja, Mikroschalter finde ich eigentlich... Also ich finde es geil, aber es ist halt wirklich, man hört es schon. Ja, Mikroschalter... Mag ich hier bei Joysticks, muss ich sagen, ne? Mhm. Weil die geben dir nochmal ein besseres Feedback, speziell wenn du, das hast du wahrscheinlich auch verfolgt, ich weiß nicht, ob du dir dann entsprechend das Gerät, was du da hier hast, aber der Amiga 500 Mini wurde ja vorgestellt, weil du kommst ja auch aus der Amiga-Generation. Und beim C64 Mini, ist ja auch von den gleichen Leuten, war es so, dass sie in der ersten Charge ohne Mikroschalter einen Joystick hatten, der absolut grauenhaft war. Und dann haben sie es nochmal ausgetauscht. Bei der Maxi-Version gab es jetzt den Einstick mit Mikroschaltern. Und Joysticks sind eh nicht so geil, muss ich sagen. Ich bin auch kein Fan mehr heutzutage von Joysticks. Ich wüsste nichts, wo ich gerne einen Joystick verwenden würde, außer ich würde vielleicht Flugsimulationen spielen. Ja, ey, deshalb habe ich auch meist beim C64 und Amiga, ganz ehrlich, mein Mega Drive-Pad benutzt. Mhm. Lieber so als anders. Aber ja, da sind Mikroschalter eher gang und gäbe. Und wenn du mal sowas hast wie das... Neo Geo Mini, die da die Controller vom Neo Geo CD drin haben, die ja dieses Zwischending haben zwischen Joystick und Gamepad. Eieiei, ja. Was für Arschgeigen, ey. Wahrscheinlich wird das hier heute einfach unser Albtraum-Level. Ja. Wir werden die anderen beiden Spiele heute nie zu Gesicht haben. Ja, das sind alles nur Airship-Level, also Autoscroller in ganz fies. Die sind in der Liste nach dem Schloss-Level, an dem wir so lange hingen. Aber ja, für so ein Steuerkreuz finde ich das recht ungewohnt. Ich muss ja auch, weiß auch nicht, ob ich damit so präzise spielen kann wie mit anderen Sachen. Mal gucken. Freust du dich denn auf den Amiga 500 Mini? Ich habe gesehen, das Spiele-Line-Up ist eigentlich ziemlich cool, was sie da drauf haben. Die haben gestern noch so genau sein. Ein paar mehr Titel bekannt gegeben. Ich glaube, alle von den 25, die drin sein sollen. Leider keine Rainbow-Arts-Sachen, soweit ich sehen kann. Also kein Turrican zum Beispiel. Oder solche Sachen wie Lemmings sind auch nicht mit drauf, aber die haben so andere Amiga-Klassiker. Worms, Alien Breed. Another World. Another World? Ja, ich glaube, Another World ist auch drauf. Wobei ich persönlich habe es mit dem Mega Drive assoziiert, aber manche Leute haben es ja auch hier auf dem Amiga gezockt. Totale Amiga-Titel. Wobei, es soll ja auch so ähnlich wie beim C64 Mini sein. Da kannst du ja deine Disk-Images auf USB-Stick packen und einfach direkt booten. Ne? Ich denke mal, das ist wahrscheinlich irgendeine Version von Kickstarter mit drauf. Und so viel ist ja nicht mal über, was sie miniaturisieren können an Computern und Konsolen, also außer... Ja, wenn du noch ein paar Jahre wartest, da kommen dann so 486 Mini und dann 386 Mini, Pentium 1 Mini. Ach, gegen sowas hätte ich nichts. Ich hoffe, dass es nicht dann irgendwie Jaguar Mini oder sowas ist. Jetzt habe ich wieder das J-Wort gesagt. Was ist denn da für Spiele draufpacken auf den Jaguar Mini? Trevor McFerr? Nein, du weißt, es gibt doch das beste Alien vs. Predator ist da drauf. Und Tempest 2000. Gut, es sind zwei. Ja, mehr habe ich auch nicht. Alter. Uiuiui. Pass lieber auf, sonst kommt die Jaguar-Fangemeinde und packt dich auf den Kieker. Da gerade Rentier, Lukas,
im Chat danach fragst, ob das Original- oder Custom-Maps sind. Das sind die E-Reader-Level von Mario Bros. 3, die für die GBA-Version später mal verfügbar gemacht wurden, um die spielen zu können. Das sind schon offiziell von Nintendo gebaute Levels, die nur außerhalb des Hauptspiels Mario Bros. 3 liegen oder veröffentlicht wurden. Ui, es sind quasi Original-Level, genau. Das ist der interessante Unterschied zu vielen anderen Sachen. Das ist officially... Ach, du meine Güte. Oh, stark. Der hopst und dadurch kannst du nicht mehr oben hüpfen, okay. Kannst du auch die Schrauben links benutzen, ach so. Oh, ihr macht mich alle fertig. Nein. Oh Gott, ich hab dich schon springen sehen. Da hätte ich dich jetzt gerne nicht springen sehen. Hast du mich, oh Gott, nein. Gregor, genauso wie letzten Monat. Da hab ich dann noch zwei Spiele vorbereitet. Das war dein erstes Leben? Ja, ich glaube schon. Ja, stimmt, es sind jetzt fünf. Das tut weh, was From the Bay gerade schreibt. Das hört. Ich gerade in einem anderen Quiz an der Jaguar-Frage versagt habe. Das mag stimmen. Was war denn die Frage? Das weiß ich leider nicht. Verdränge es dann mal sofort, wenn ich bei irgendwelchen Quizzes verliere. Nenn die Konsole, die am schlechtesten abgeschnitten hat. Die blödeste Idee, wobei, naja gut, ideentechnisch, es gab schlimmere. Oh, durchgequetscht, cool. Also sowas wie das CDI ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Oder ja. Was ich selbst nie hatte, waren 3DO. Aber irgendwie habe ich auch nicht so viel Bock drauf. Fand aber, doch, als es rauskam und so, war ich auf jeden Fall gehypt ein bisschen dafür, weil es eben Need for Speed gab und es gab eine coole Version von Street Fighter 2. Es gab Sachen wie Return Fire, was es später, glaube ich, auch auf der PlayStation gab. Das Panzer-Multiplayer-Spiel, ne? Das 3DO hatte schon ein paar gute Spiele, ich hatte aber nie wirklich das Bedürfnis, mir eins zu kaufen. Ne? Oh oh. Ah, just what I needed. Ich hätte mir eher noch ein CD32 gekauft, weil ich eben aus dem Amiga-Lager kam. Ja. Zum Glück war ich so doof dann aber auch nicht, um das zu machen. Ja, wenn du da... Also es war ja schon so spät, dass CD32 auch gekommen und die Handvoll Sachen, die sie nochmal auf CD rausgebracht haben, hat sich jetzt nicht so ultramäßig gelohnt. Was war denn gerade die Konsole, die angekündigt wurde, die diese CD32-Pads benutzt? Ist das nicht der Amiga? Das ist der Amiga Mini, ja genau. Also es ist im Design von den CD32-Pads, aber es hat ein PlayStation-artiges Steuerkreuz statt diesem komischen runden Ding, was die CD32-Pads hatten. Just what I needed. Oh, CD-TV, das hatte ich komplett vergessen. Das nennt gerade jemand im Chat. Mhm. CD-TV war ein Jahr vor dem 32, ich will mal 32X sagen, aber sind wir schon ja bei Sega. Vom CD32, ich glaube 93 oder so. Das war mir, also ich habe es ein paar Mal im Laden gesehen, aber es war mega teuer, irgendwie 1500 Mark. Das kann gut sein. Ja, und dann sagst du, geil, Amiga und CD-Spieler, ist ja der Hammer. Glück gehabt nochmal. Schade, mein 500, Alter. Mein 500 ist leider recht früh kaputt gegangen. Also vor vielen, vielen Jahren schon mal. Da bin ich gespannt darauf, wie der 500 Mini jetzt hier ist. Und sonst kann man eben seine eigenen Images draufpacken, wenn es drauf läuft. Also wenn wir mal Turrican spielen, die habe ich ja auch noch daheim. Turrican 3 Payment Day hieß es in der Amiga-Fassung. Stimmt. Könntest du auch richtig hochfliegen damit, oder? Anstatt diesen Käse zu machen. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Oh nein, er wird... Ja, danke. Pass auf, gleich wieder. Wenn er aber offscreen ist, dann macht er das nicht mehr. Jetzt macht er es noch. Ach, so ein Arschloch. Weil er mich eigentlich... Irgendwo da oben ist noch auf jeden Fall... Was denn? Noch irgendwo rechts ist irgendwo noch mal ein... Ich sterbe jetzt aber leider hier bei den Maulwürfen. Uff. Nein, ich falle natürlich komplett runter. Just what I needed. Das alles ist, ey. Ihr könnt gerne im Chat oder später im YouTube-Video auch nochmal reinschreiben. Sucht euch bitte die Level raus, die wir irgendeinem Unbescholtenen hier aus der Redaktion für das Unspielbar dann hinpacken. Weil wenn sind wir Experten damit zu strugglen. Wie viel Zeit habe ich noch? 180 Sekunden? Ja, resettet die Position. Ja, die Position resettet von der Schraube, ne? Ey, wenn er nicht gleich mit Springen aufhört.
Ich muss halt immer sofort springen, sonst falle ich direkt durch. Guck mal, wie ich es noch geschafft habe. Mit Ankündigung, ich hätte mich einfach 5 Minuten vorher tot gehen lassen können. Also unter Vorbehalt, Windjammers und... Nein, lauf! Just what I needed. So. Wir hatten ja mal, ich glaube, es war im letzten Jahr schon, Fabian, mal ein bisschen Eurojump'n'Runs uns mal angeschaut im Retro-Club. Ja. Da gibt es ja auch noch einige, die man noch mal speziell aus dem Amiga-Lager sich angucken könnte. Es war natürlich nicht alles nur Wonder Dog und Zool. Ich würde gerne noch mal Mr. Nuts spielen auf dem Amiga. Oh ja, die Amiga-Version, ne? War es anders auf dem Super Nintendo? Ja. War anders, ne? Ja, im Super Nintendo war es, glaube ich, nur so ein okayes Spiel. Auf dem Amiga wurde das sehr abgefeiert damals. Stimmt. Es gibt etliche, die man sich auf jeden Fall noch mal anschauen kann. Aber die Spielbarkeit ist, glaube ich, alleine wenn du nicht dir den Kniff, den Kniff erlaubst, dass du es umlegst und mit einer Taste, okay. Ich weiß nicht, was das war. Das war schon geglitscht jetzt. Das war jetzt, das waren Speedrun-Strats. So, jetzt kommt der Große jetzt hier. Nee, noch nicht. Jetzt. Ah! Du dumme Sau! War es in B3 das erste mit Sprachausgabe, wird im Chat nur gefragt. Nur von Game Boy Advance. Genau. Dafür waren sie ja recht berühmt, die GBA-Versionen, dass die sehr rätselig sind. Aber es ist hier schon wesentlich runtergedreht verglichen mit dem ersten Super Mario Advance, also Super Mario Bros. 2. Wenn du damit Toad gespielt hast, habe ich heute noch Albträume von. Man denkt, er wird da gerade irgendwie gefoltert oder so die ganze Zeit. Chat sagt nochmal Moonstone auf dem Amiga. Das haben wir sehr, sehr gerne gespielt früher, mein Bruder und ich. Das war, wir haben es, glaube ich, nie durchspielen können. Aber es war ein tolles Spiel. Ich glaube, ja, hier, bitte. Hast du schon wieder zweimal? Ich bin recht früh hier abgekratzt. Moonstone war zum Beispiel bei mir vorbeigegangen. Das könntest du eigentlich auch mal spielen, Gregor. Mittlerweile ist es nicht mehr indiziert, weil es einfach durch die Verjährung vom Index genommen wurde. Genau, hatte ich im ersten Index Retro Club Special, glaube ich, nochmal drin. Ich war mehr, also wenn, dann hatte ich Barbarian im Kopf, was natürlich der andere bekannte Brutalo-Prügler ist. Ich weiß gar nicht, ob sich die beiden noch so überhaupt gut gespielt haben jeweils mal. Es war natürlich, du machst drauf und guckst, wie das blättert. Moonstone war damals schon als Spiel nicht so richtig geil, aber es hat coole Schauwerte, es hat auch eine schöne Idee, es ist halt ein bisschen buggy und es hat keine Speicherfunktion und sowas. Ja, es gab von einigen, gab es ja dann Konsolenumsetzungen, die ich dann später nochmal erlebt habe, sowas wie, du lebst noch. Viel zu viel runtergefallen. First Samurai? Hä? Du hast noch eins. First Samurai und Second Samurai. Ohne Sa. Die gibt es mittlerweile auch bei Good Old Games zum Beispiel. Ja. Oder ich habe auch noch mal vor einiger Zeit Lionheart gespielt. Oh, von Talion, ne? Guten Talion, ja. Aus? Wo kommt Talion her? Das war denn bitte Skandinavier oder Deutsche? Gütersloh. Okay. Also Skandinavier. Ja. Die Atari ST und Amiga-Experten. Der respawnt nicht, wenn du den da einmal gekillt hast, aber an anderen Stellen respawnen die durchaus mal. Das ist komisch. Hier in dem Level vielleicht nicht. Was für eine fiese Ecke hier auch, ey. So, jetzt komm. Oh, wo kam das denn? Ich bin so blöd. Jetzt kommt gleich der Große, ne? Nee, da ist noch eins dazwischen gleich. Pass auf. Was? Wovor? Hier ist noch der dazwischen und dann kommt der Große. Duck dich schon mal. Oder bleib unten besser. Jetzt versuch mal gleich, wenn du dann im nächsten Part bist, da kriegst du ja noch den... Den Flieg... Den ja, genau. Dass du dann außen herum fliegst einfach. Unten langlaufen. Was? Ach so. Du meinst durch das Loch? Ah, da kannst du nicht. Verdammt. Na gut, da musst du sie irgendwie killen, ne? Damit du Speed aufnehmen kannst.
Oh. Gott, es war so klar, dass das passiert. Das auch. Du bist jemals schon mal an den zwei vorbeigeschafft? Nee, ne? Nee, ich glaube, bis dahin war ich auch maximal. Just what I needed. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe schon eine halbe Stunde rumgedödelt, Gregor. Wir kriegen wahrscheinlich nicht mehr heute das hier fertig. Führen will, ey. Das ist nicht mehr mein Mario. Stark. Stark, schwach. Es war stark bis zu einem bestimmten Punkt. Glaubst du, was das nächste 2D Mario sein wird, was Nintendo irgendwann ankündigt? New Super Mario irgendwas? 2,5D, also, weil Pixel werden sie ja wohl, glaube ich, nicht mehr machen. Hat sich New nicht schon erledigt? Aber das hätte ich auch schon vor ein paar Jahrzehnten gesagt. Ne? Schon so New ist es nicht, wenn der, wann ist der GBA-Teil rausgekommen? 2004? 2006? Ja, schon war ein bisschen später. Nintendo DS-Teil meine ich natürlich. Ja, 2006 könnte sein. Ja. Also so new ist das nicht mehr. Was sich eventuell in der, auch immer passiert, ja, in der Richtung hätte, wäre, kannst du dich noch an dieses 2D-Wario Shake It oder so auf der Wii erinnern? Das habe ich nie gespielt, weil es so ein Schüttelspiel war. Ja, genau, es war vom Spiel her. Okay. Vom Spiel her kann ich mich auch noch erinnern, war es nicht so mega geil, aber der Look war cool mit dieser, also du hattest ja so den Super Paper Mario Style. Mhm. So ein gezeichnetes, die Steel Jump'n'Run. Hätte ich nicht wenig Bock drauf. Ich wollte gern mal, also ich wollte, was heißt, ich wollte schon die letzten Jahre immer mal Wario World auf dem GameCube nachholen, das 3D Jump'n'Run mit Wario. Von Treasure. Ich weiß nicht, ob das heute noch gut spielbar ist. Aber ich habe es so gut wie verdrängt. Ich glaube, das war eines der Beispiele wieder, wie, haben wir auch schon mal öfters durchdiskutiert, viele bekannte Marken auf dem GameCube, nicht die besten Einträge. Hm. Oh Gott, ja, das braucht dich. Ja klar, dafür opfere ich gerne meinen normalen Pilz dafür, dass ich das scheiß Extra-Leben bekommen habe. Die sind doch so unnötig, die Extra-Leben hier. Das Mario habe ich auch vor Ewigkeiten das letzte Mal gespielt. Also das Wario's, wie hieß es? Nicht Wario's Woods? Wario World, war es wirklich so? Welches meinst du denn? Das GameCube. Wario World heißt es. Wario World, ja. Aber die Dings, die Partyspiele sind nach wie vor gut. Partyspiele sind super. Sachen, ja, GameCube. Also WarioWare ist in so ziemlich allen Versionen fantastisch. Oh. War, glaube ich, mein erster Game One-Dreh vor der Kamera. Komm, wir spielen Multiplayer. WarioWare auf dem GameCube. Das klingt auf jeden Fall. Mit Vierersplit. Wer hat gespielt? Ich lasse mich raten, Simon Budi. Hm? Wer hat da gespielt? Also ich weiß, ich war mit dabei. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit gespielt habe oder ich war Begleitung, damit das Kamerabild nicht so leer ist. Simon Budi haben gespielt, Wolf hat gespielt. War es Jay? Weiß nicht mehr genau, muss mal gucken. Geil, wir haben es daran vorbeigeschafft. Geil, Fabian, du bist der Beste. Ja, ich sterbe jetzt hier bei dem Typen. Okay, wie schnell wirft er? Alter. Oh. Fuck you.
Okay. Okay. Ah, okay. Nein, er macht nicht das! Auch so völlig unvorhersehbar. Oh! Ich kann mich nicht bewegen, ne? Okay, jetzt kann ich. Okay, das hast du super gemacht. Guck erst mal, ob hinten noch Pilze sind. Versteckt ist sonst gar nichts. Guck, ob da was versteckt ist. Nein. Und ein Boss jetzt, oder? Klar. Ach so, ein auch. Aber nur er. Ja, wahrscheinlich fliegt der jetzt sofort. Pass auf, der springt gleich. Okay, einen noch. Oh, super, Fabian. You're the best. You're the best. Da kommen die GGs im Chat. Got it. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, danke. Dann geht's weiter. Ach klar, mit Bowser's Airship Nummer 2. Das kann doch anders sein. Jetzt geht's weiter. Vom Regen in die Traufe. Ach, das ist die gleiche Stelle wieder, ne? Das sieht so ähnlich aus. Ja, ja. Die Musik ist anders. Der Buffer war voll. Sie haben einfach zwei Level draus gemacht. Ein großes Epos ist das. Chat hat gerade gefragt, wann du mal wieder bei Werwolf dabei bist, weil ich sei ja super gewesen am Freitag. Ach, du hast bei Werwolf mitgespielt? Ja, man hat aber gemerkt, dass ich es diverse Jahre nicht gespielt hatte. Ich habe manchmal extrem dumme Sachen gesagt. Aber teilweise habe ich auch ganz gut gespielt. Es war so ein Auf und Ab. In der zweiten Runde wurde ich sofort rausgewählt, nachdem ich in der ersten Runde gewonnen hatte am Ende mit sehr viel Glück. Ich bin nicht gut in Werwolf. Also, vielleicht spiele ich irgendwann wieder mit, aber es ist nicht unbedingt meins. So, jetzt wird gleich geballert hier, ne? Schön, das gibt einem immer so ein Hochgefühl, wenn man so ein Level dann mal geschafft hat irgendwann. Ich wünsche dir das jetzt auch für den. Ich hoffe es, ja. I hope. Gibt's hier noch was? Nichts versteckt, ne? Dün, 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 dün. Bidi, bidi, bidi. Weil Rough Cable das gerade fragt, ja, es kommt ein WarioWare für die Switch demnächst raus. Ich glaube, im September schon. Das ist so. Ey. Irgendwas ist hier gerade. Im September ist schon soweit. Yep. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Es ist nicht diese Sammlung an Best of Games, die gab es schon mal, ne? Das war das 3DS-Spiel, das letzte. Was auch noch gar nicht so alt ist. 3 Jahre, glaube ich. Und dann kommt, genau, ein neues WarioWare jetzt für die Switch im September und im Oktober kommt ja schon Metroid Dread dann raus. Stimmt. Ich bock drauf. Okay. Ja, ja, ein bisschen gibt's noch was für die Switch dieses Jahr. Außer Zelda. Gott. Pass auf. Also hier kommt gleich eine. Aber bis dahin, das ist geil gemacht. Was soll eigentlich der erste Raum hier in dem Level, das ist einfach nur eine Zeitverschwendung. Achso, nein, das ist der, du setzt den Bossraum fort. Ja, trotzdem. Das nervt. Das Bindeglied. Stimmt, und Diablo 2 Remastered kommt auch für die Switch. Ist leider nicht in der Beta jetzt. Die Beta zu Diablo 2 Remastered, die jetzt gerade noch stattfindet, könnt ihr heute Abend noch sehen. Nils wird die auf dem Sender spielen. Ich sollte nicht gleichzeitig reden und spielen, das überfordert mich offenkundig sehr deutlich. Ja, ich werde auch ein bisschen wahrscheinlich was beim Game Talk nachher sagen, der diesmal live ist übrigens. Ich gleich danach hier weitergehen. Ich habe aber die PC-Beta gespielt. Mhm. Switch bin ich gespannt auf. Eigentlich soll das gut auf der Switch laufen. Ist ja jetzt selbst in der neuen Version, denke ich mal, nicht zu ultra anspruchsvoll von der Technik her, aber man weiß ja nicht bei der Switch. Aber ist es nicht sogar so, dass es auch auf den High-End-System in Anführungszeichen einen 30 FPF-Modus gibt bei dem Remake? Ich konnte keine 30 FPS zumindest einstellen, ja. Aber es gab viele Funktionen, wo du natürlich Effekte zu- und wegschalten kannst. Und Monkey Island Remastered-Style, du kannst einen Knopf drücken und auf die alte Version wechseln die ganze Zeit. Mhm. Also das Fundament haben sie noch drin gelassen. Aber du kannst natürlich nur das Neue dann in Ultra-Widescreen und in den anderen Auflösungen spielen. Bei dem Alten kannst du entweder 640x480 oder 800x600 auswählen. Um noch kurz auf ein, zwei Fragen einzugehen, da ja auch Ende August noch No More Heroes erscheint, der dritte Teil für die Switch, wie wir dazu stehen. Ich fand die ersten beiden Teile richtig gut damals.
fand dieses Zwischenspiel, was es jetzt gab, dessen Namen ich vergessen habe vor einiger Zeit, das war nicht so berauschend. Aber den dritten Teil würde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall schon mal angucken. Und Samus Returns fand ich sehr gut tatsächlich. Das habe ich komplett durchgespielt auf dem 3DS damals. Samus Returns war sehr sehr schön. Ach, ich trau mich nicht. Samus Returns war sehr schön, ein bisschen kampflastig. Man musste üben, nochmal mit dem neuen. Geil! I'm the best. Ich hab's genau richtig gemacht, dass der auch schön lange hält. Das war perfekt. Jetzt müsste das Scrolling nur ein bisschen schneller sein. Yikes! Da kann ich laufen, ne? Ist das richtig? Ich denke schon. Ah, war schwierige Stelle. Jetzt noch einer, ne? Noch einer auf super engem Raum. Doch nicht? Mach mich fertig, Alter. Was ist der Unterschied zwischen den blauen und den weißen Bumerangs? Oh. Tja, hätte man denken können, ne? Ja, du konntest doch irgendwo welche von den Bumerangs auch mitnehmen, ne? Oh ja, das hatten wir letztes Mal einmal. Oh boy. Stark, da gibt's definitiv einen Pilz. Ah, du hättest den Bumerang von den blauen nehmen können, steht im Chat. Ah, ja, da war was, ja. Wie stehst du zu Danganronpa Collection, die noch kommt? Ich habe die alle schon durchgespielt, ja. Also ich brauche jetzt nicht die Collection. Danganronpa ist super, ist sehr geschmacksabhängig. Oh, what? Er hat mich zu Tode gequetscht, ne? Du warst sogar noch groß. Bist du schon wieder durch? Ich glaube, ich war schon zweimal, ja. Verdammt, und ich war auch noch groß. Danganronpa ist aber super. Du magst ja Zero Escape, Fabian, wenn du den noch nicht gespielt hast. Der erste ist zumindest... kann man gucken, ob man Geschmack dafür hat. Ist noch anime-mäßiger als Zero Escape. Laufen die denn auf der Switch gut? Ich hab sie auf der Wii gespielt, da liefen sie schon gut. Also die ich erwarte, dass sie auf der Switch auch ganz gut laufen. Oh Gott. Nee, Monster Hunter Stories 2, lieber Chat, habe ich gar nicht tatsächlich gespielt. Ja, ich hatte leider keine Zeit zum Durchspielen. Also Mammut-RPG ist es immer ein bisschen schwierig, gerade wenn viel zu tun ist. Ich habe gerade Final Fantasy VII Remake gestern durchgespielt. Das ist doch ein schönes Game. Ja. Bidi, bidi, bidi. Oh, im Chat wird es noch erwähnt, Shin Megami Tensei 5. Da habe ich natürlich Bock drauf. Das interessiert mich tatsächlich gar nicht. Zu schwer für dich? Nee, du hast die alten nicht mal gespielt wahrscheinlich, ganzen, ne? Ich bin auch Persona, Shin Megami Tensei und so. Ich kann mit diesem ganzen Spiel nicht so viel anfangen. Oh, hast du mit Absicht gemacht, ne? Ich mich auch gar nicht warnt, weil ich jedes Mal vergesse, dass da diese Kugel kommt. Ja, das kann man natürlich auch keinem hier aufzwingen. Gerade Shin Megami Tensei, die Hauptspieler aus der Serie tendieren, in die anspruchsvolle Ecke zu gehen. Also du solltest schon auf hammerharten Schwierigkeitsgrad dich einstellen. Und es ist praktisch, es ist recht wenig vom Persona-Lifestyle drin. Deshalb sind die Persona-Spiele ja Persona-Spiele. Denk mehr, wie habe ich es damals beim, ich glaube, bei Game One habe ich Pokémon in Tschernobyl dazu gesagt, ne? Oh, wie unnötig. Mutanten fusionieren. Irgendwo ist da gleich noch einer. Aber pass auf. Jetzt kommt, das ist der. Nee, das ist er schon, ne? Das ist er schon, ja. Guck mal, ob du unten lang vielleicht besser fährst. Ja, wobei du musst unten lang, ne? Oh Gott. Du wolltest gerade oben sagen, ja, eigentlich. Das war. Ich bin jetzt nur durch diese beiden Johnnies da unten durchgegangen, ne? Ach stimmt, es kommt auch noch dieses Turtles-Spiel raus. Ah ja, das Multiplayer. Ich lande auf ihm. Ich hätte es auch geschafft, wenn ich oben der Block mich gebremst hätte. Ja, du warst safe im unteren Bereich. Da kommen die Bumerangs nicht hin. Oh, das ist keine... Ein Wagnis. Jetzt kommt noch einer, ne? Ja, du solltest gleich noch einen kriegen. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Was war das nochmal? Sterben? Nee, das war roter Pilz. Roter Pilz. Ja, Pilz einfach. Hier, ne? Ja, hier gab es, glaube ich, aber zwei Wege, oben und unten.
bin da oben geblieben. Ja, da unten kannst du eigentlich auch entlang. Wobei, oder? Nee, doch, geht nicht unten. Du kommst nicht durch. So. Da hat's mich gekillt. So, hier hat's dich erwischt jetzt. Ja. Jetzt schon weiter. Oh, ich dachte, ich schaff's. Oh, Fabian, da kommt noch einer. Geh lieber runter. Ja, du hast recht. Es kommt halt vor allem jetzt. Die alte Sau! Wäre ich einfach oben stehen geblieben, Leute. Hier, mach du. Was machen wir denn mit den anderen beiden Spielen jetzt, Gregor? Das ist mir richtig unangenehm. Wir besprechen das gleich in der Werbung dann, wenn wir. Also wir machen noch keine. Wir schaffen das hier. Erst vorher gibt es keine Werbung. Oder einen Superspot. Und dann gucken wir, was wir machen. Also gesagt, es gibt keine Werbung, keine Spots mehr, bevor wir das schaffen. Das heißt, Rocket Beans eingestellt. Gucken, so. Ja, ich bin auch dafür, lass uns da dran sitzen. Ja, wir können das nicht einfach abbrechen. Das ist unsere Berufsehre, die hier dann in Zweifel gerät sonst. Ja, wir sollten schon mal den Sendeplan korrigieren, ne? Die anderen Spiele schon mal rausnehmen. Nee, wir schaffen mindestens noch eins davon. Da aber die Windjammers Beta begrenzt ist, sollten wir die natürlich dann machen, wenn wir hier noch drüber hinwegkommen. Ja, was ist denn eigentlich damit? Das war ja im letzten Jahr in dieser. Sehr häufig verschoben worden schon. Also ich kann mich erinnern, das gab es für 3 Tage zum Spielen im letzten Jahr bei diesen ganzen kurzzeitigen Demos. Ja. Wo auch Gothic oder sowas da mal gewesen ist, ne? Och, du dumme Sau! Ja, jetzt, genau, ist gerade wieder eine offene Beta und wurde jetzt auch für PlayStation angekündigt, das Spiel. Da läuft auch die Beta, genau wie am PC. Es kommt später auch noch für Switch, da gibt's aber die Beta nicht. Also, falls wir heute noch dazu kommen, ladet euch noch schnell die Beta runter von Windjammers 2 auf PC oder PlayStation. Das ist meines Wissens nach Cross-Plattform. Und ich kann aus meinen Erfahrungen der Vorbereitung für diese Sendung sagen, dass immer sehr wenige Leute online waren. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit uns gematcht werdet, ist nicht so gering, weil das der einzige Modus, den es gibt es ein Online-Spiel, wo du halt random jemanden zugelost wirst, gegen den du antrittst. Guck mal, wie gut das am Ende geworden ist. Das erste Windjammers finde ich super. Das ist für mich das beste Pong, sozusagen. Ja, es gibt ja viele dieser Spiele, auch modernere, die das so ein bisschen kopiert haben, wie Disc Jam und so. Aber ich mag diesen sehr klaren Retro-Look auch, dass das Spiel halt komplett 2D ist und keine überbordend, nicht überbordend viele Features. Mach du mal. Ich mach mal. Ich sag jetzt, ich muss mich einfach gleich mal eine Runde konzentrieren, Leute. Dann schaffe ich das natürlich. So. Wir waren auf jeden Fall schon gut weiter. Warte mal, haben wir. Wie war das nochmal? Wir haben doch potenzielle Items, ne? Ah, soweit ist es jetzt schon. Wir haben den verdammten Froschanzug immer noch. Ich habe festgestellt, dass wir nur den Froschanzug haben. Der bringt doch nichts. Okay. Und alle Münzen einsammeln, ne? Bidi, bidi, bidi. So, ja, zwei von denen. War Windjammers 1 nicht auch mal in der Royal Beef Staffel dabei? Ja, ich hab's in. Ich hab hier Staffel 2 produziert und da hab ich's mit reingetan. Ich glaube sogar als erstes Spiel. Und später. Da dachte man auch, es wird eine gute Staffel. Und später hatten wir mal Disc Jam bei Junior. Holy shit. Bei House on House hatten wir auch Disc Jam, ne? Weiß ich noch, das hab ich da hier gespielt. Oh ja, stimmt. Just what I needed! Oh, da ist der Stern. Ohohoho, das war Glück. Aber jetzt habe ich keinen Pilzi mehr. Mega Glück. Du machst Mega jetzt, Gregor, ich glaube an dich. Ich gehe mal nicht den unteren Weg lang. Achso, du meinst, es geht eh nicht da hinten weiter. Doch, ah, verdammt, ja, okay. Ich dachte, das ist so eine Alternative, wo man oben oder unten. Nee, nee. Stark. Bidi, bidi, bidi.
Scheiße. Das ist pure Scheiße. Oh, ich hasse es so sehr. Oh, Lucky. Lucky, du bist ein Krapfen. Oh. Du jede Woche, das kriegst du immer hier untergebracht irgendwie. Ja, ich muss ja. Irgendwie ist die Stelle erstaunlich schwer, ne? Die sieht einfach aus. Das Timing. Das Timing haben. Ich weiß nicht, wann es anfängt. Oh. Oh Gott, bitte jetzt nicht noch ein. Und einen Boss auch noch bestimmt. Gib mir doch wenigstens eine Münze. Was? Wo? Wo kommt. Ach so, von der Seite. Okay. Flammi? Noch. Oh Gott, das sieht noch sehr. Was ist denn das für eine Stelle? Das sieht noch sehr schwer. Was ist denn das für eine Stelle? Habe ich? Ja, ich gebe weiter. Was auch nicht mehr. Was ist denn das für eine Stelle? Der Simon ist ab nächster Woche wieder da, ne? Da müssen wir das leider verschieben, den Rest. Das muss Simon dann noch spielen, den Level. Wisst uns, dass der arme Junge uns wegstirbt hier. Da ist dann noch eine gleich, ne? Ja. Du hast doch noch gefragt. Ich wusste es ja. Sorry. Wann soll ich denn da springen, wenn man sich auf nichts verlassen kann? Holt Matthias zu. Ey, wenn Matthias das spielt und das alles First Try schafft oder sowas, dann ja, so ist das Letzte, was Matthias hier auf dem Sender gemacht hat. So, ich sofort hier hoch. Jetzt kommt die. Ich warte ab und jetzt springe ich weiter. Super gut. So, das ist trotzdem eine Sackgasse, okay. Alter Fabian! Das glaube ich gar nicht, dass es überhaupt nicht ist. Ist da ein Pilz beim ersten? Nein, ja. Aber nur der Stern. Geil! Stern du gleich gekriegt. Ich glaube, ja, es wäre gar nicht so schwer, dieser Tunnel, wenn man gar nicht versuchen würde, den Stern zu holen. Erst das mal schwierig. Dafür, wie es vorhin war, was geil war, dann kannst du die hier überspringen, immerhin. Ja, das stimmt. Oh. Ich wollte gerade noch sagen, die Stelle ist aber nicht so schwer. Zum Glück hast du es nicht gesagt. Boah, und sowas haben sie auf dem GBA gepackt. Sehe ich immer die, also bei Leuten, die dann so eine kurze Lunte haben, das Problem, dass jemand den GBA dann irgendwo wegpfeffert und dann nie wieder zurückbekommt, ne? Beim Controller kannst du ja immerhin sagen, ist noch ein Kabel dran gewesen. Aber schmeißt man GBA in den Teich. Deswegen hat Nintendo später so Handschlaufen eingeführt. Ja. Komm, wirf jetzt. Irgendwie den Abstand kannst du viel besser als ich. Egal. Kommt noch einer. Just what I needed. Da geht's rein. Und er springt auch noch. Spannend. Das ist einfach super. War eh kein Pilz drin, ne? Nee. So, aber jetzt, kommt er jetzt schon? Jetzt kommt relativ bald einer, ich glaube nach den dreien. Oh, Lucky.
Beschwerte danach, die Level sind alle drei super kurz, weil da hast du einen schon von gemacht, der war ja irgendwie nur 20 Sekunden lang. Aber das war ja ein Runner, also kann sein, dass nur der dann deswegen kurz gewesen ist. Der allerletzte klingt für mich vom Namen her wie so ein Maze. Ich bin gespannt, ob wir den 2021 noch sehen werden auf diesem Sendeplatz. Nee! Diego, du bist ein Lucky. Krapfen, Lucky, du bist ein. Vor allem auch Krapfen. Krapfen ist Donut, oder? So wie sie es gemeint haben bei Alf. Gute Frage. Ich glaube, sie meinen Donut Alf mit Krapfen. Ist noch so eine Zeit, deshalb, da habe ich noch keine Serien auf Englisch geschaut. Ich gebe mir jetzt auch mal Mühe. Da wirst du zwar gerade nur kritisiert, aber ich gebe mir auch Mühe. Ach. Das war's. Wir haben uns nur keine Mühe gegeben. Ja, dann. Wer nicht versucht, kann auch nicht versagen. Okay. Und richtig gut. Komm, ich lass mich noch komplett killen von ihm. Da ist noch einer oben. Ach ja. Okay. Hol ich den Stern oder hol ich ihn nicht? Ich glaube, ich lasse ihn einfach. Okay. Aber ich nehme ihn mit, wenn ich ihn zufällig kriege. Ja, dann. Okay, nicht angesteckt. Nichts lassen. Gemacht dafür. Wenn du ihn hättest vermeiden können, bis er wieder zurückspringt für den nächsten Part. Guck mal, das bringt halt auch gar nichts. Oh, Gregor, wir können doch nicht so dumm sein. Wir können auch gerne das Gegenteil beweisen. Oh, ist das Rätsel zur Lösung, Luigi zu nehmen? Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt noch anfangen. Nee, der Zug ist abgefahren. Okay, ich antworte in der Zeit, wenn du deinen nächsten Versuch machst, auf die relativ komplexe Frage, ob ich allgemein keine Lust habe auf Pokémon-ähnliche RPGs. Ich kann dazu sagen, dass das Pokémon-Phänomen ja relativ spät in den 90er Jahren eingesetzt hat, als ich schon lange mich gedanklich vom Gameboy verabschiedet hatte und PlayStation, N64, Saturn und solche Sachen gespielt habe und auch wieder PC. Ich bin nie in dieses ganze Pokémon-Ding reingekommen und hatte auch später nie so überbordend das Interesse, mich damit noch zu befassen. Deswegen ist Pokémon so ein rundum blinder Fleck und auch alle anderen Sachen eigentlich, wo man Monster sammelt und trainiert. Hast du es geschafft, der Valkyrie? Ich habe jetzt kurz nicht aufgepasst. Nö. Schade. Deshalb sind wir ja noch immer im gleichen Level hier. Mich hat gleich der Würfelwilli. Nee, wie heißen die? Welche meinst du? Die Schrauben-Maulwürfe. Ah. Haben wir es nicht letztes Mal schon mal nachgeguckt, wie die heißen? Ja, hatten wir. Alter, wie dieses Projektil da noch mitfliegt! Ich nehme das hier mit. So. Das ist nicht mal ernst. Zu früh. Oh Gott. Das war aber die richtige Lösung, ne? Bevor ja, es sie war schießen. Sehr gut, aber es war sehr knapp am Ende, glaube ich. Just what I needed. Okay, Pilzchen. So. Ich würde die Suche mit einer Feuerblume einfach wegchecken. Vielleicht könnte man hier eine haben an der Stelle, wenn man besser spielen würde als wir. Ja, jetzt kriege ich eine Feuerblume und kann sie für gar nichts benutzen hier oben. Jetzt schon was? Oh, ich hab doch geduckt. Na gut, wir wissen ja nicht, ob jetzt eine Feuerblume kommt. Hm.
Oh, wenn du jetzt die Feuerblume hättest. Du brauchst sie gar nicht. Oh. Oh. Die dumme Sau. Kannst du dich nicht zweimal von dem treffen lassen? Zweimal an einem, ey. Wenn ich jetzt doch die Feuerblume hätte. Und da ist es keine Feuerblume, die du da kriegst, sondern irgend so ein verdammter Raccoon-Schwanz. Das ist so ein, der tödliche Pilz wahrscheinlich. Oh ja. Gab's den hier in den Leveln schon mal? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, hatten wir einmal, ja. Bidi, bidi, bidi. Gut, ich kann mich immer noch daran hochziehen, dass ich zumindest den ersten Level geschafft habe. Ja, hast du. Haben wir überhaupt schon mal gesehen, was da hinten für ein zweites extra drin wäre? Waren wir schon mal an dem Punkt? Ich glaube nicht. Ich bin ganz kurz davor gescheitert, ja, gerade. Sonst haben wir immer bei den beiden Boomerang-Brüdern. Ich bin ja in der Regel hier schon klein an der Stelle. Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall aber wieder bei den vier Kanonen getroffen, die jetzt kommen. Vielleicht probier mal wirklich das nah dranbleiben und sofort springen, dass du zum nächsten kommst. So nah am Gegner. Wenn du es schaffst, jetzt groß zu bleiben. Mal sehen, was da ist. Es irritiert mich so, dass man einfach an diese Propeller springen kann. Ja. Hey, wenn die noch. Wenn die noch unkaputtbar. Dich oder ich dich kaputt machen könnten. Wie kriege ich denn das Item von dem blauen Bummer? Kannst du wieder zurückgehen vielleicht? Geht? Was mache ich denn? Achso, der ist nicht mehr blau, ne? Da ist nichts jetzt. Vielleicht, wenn du wieder zurückgegangen wärst, würde dann liegen irgendwie sowas. Nee. Aber jetzt kriegst du's. Wenn du nicht so blöd bist wie ich. Das bist du zum Glück nicht. Doch. Auf jeden. Komm. Ducken. Ich dachte mal, die sind transparent, wollte ich gerade sagen. Du weißt, was ich meine. Ja. Durchlässig. Durchlässig und nicht sichtig. Okay, ich bin groß. Alles gut. Wir hinweisen ja auf Bundesliga später. Wir haben eigentlich gute Torchancen, aber die Auswertung. Pass auf. Das Gleiche ist mir eben auch passiert. Aber wenigstens das. Oh, jetzt kommt die Stelle. Oh, jetzt kommt die Stelle. Welche? Wo ganz viel Scheiße ist. Ach ja, stimmt. Oh Gott. Boah. Oh, Fabian, du bist der Beste! Ja, aber machen wir uns nichts vor, da kommt auf jeden Fall noch ein Endgegner und den werde ich nicht schaffen. Jetzt wenn ich überhaupt hier dahin vielleicht schaffe. Noch ein versteckter Pilzi ist. Ist noch nicht das. Pass auf, nicht durchfallen. Nee, muss ich den Boss bekämpfen, während ich auf so einem Ding über so einen 3 Meter Abgrund fahre. Da hinten ist der Eisenpilz! Der fällt jetzt aber in den Abgrund. Oh, Fabian, das hast du gleich! Du hast es gleich! Nein, es kommt jetzt irgendwas super Schweres. Oh nein! Den habe ich beim letzten Mal schon gehasst. Oh nein! Ey, nein, ich muss auch gar nicht auf ihn draufspringen, weil es gar nichts bringt. Oh nein! Ist dieser erste super dumme Treffer. Oh Gott. Ja, Zeitlimit noch. Okay, wenn du noch einmal jetzt hier. Nee, da ist so ein grauer Block. Hier, das kann, ist ein grauer Block. Hier kann ich ihn gar nicht töten jetzt. Aber da kriegst du ihn. Bist du mal der Links, dann wär's es jetzt gewesen. Oh! Ich fall noch selber in das Loch gleich. Oh, wetten. Oh, du hast Dosen.
komplett sinnlos. Okay, wenn ich jetzt schaffe, hier nicht drauf zu gehen, dann habe ich's. Fabian, you're the best. Dankeschön. Around. Wie die Sonne auf mein Gesicht bescheint jetzt. Oh. Ja, die Sonne ist aufgegangen. Ich habe richtig Puls, Gregor. Ich glaube, dass ich noch 2-3 Jahre älter werde, wäre ich auf jeden Fall jetzt in akuter Herzinfarktgefahr gerade an der Stelle. Ja, das ist gutes Herztraining, dass du die Pumpe sollst dann auch mal einmal durchschütteln hier. Einmal am Tag. Komm, jetzt mach ich gleich Airships Revenge. Ja, also machst du. Warte mal, Revenge? Geil, das habe ich aber vorher gar nicht bedacht, was das bedeutet. Nein! Guck mal, da gibt es nur 300 Sekunden Zeitlimit. Der kann nicht so lang sein. Ja, das kann ja nicht so lang sein. Haben wir den nicht schon? Wir haben nur den Dings gemacht noch, den, wie hieß der nochmal? Time to Dawdle. Also, ja. Gemacht, oder ja, Time ja, ja. To Dawdle, geile Blume. Soll ich den Vorhang ein bisschen zuziehen, oder geht alles das so? Gut. Da kommt keiner raus. Wahrscheinlich hätte ich da oben lang gehen müssen. Du kommst da bestimmt noch hin. Na, das geht bestimmt runterscrollen und wieder hoch. Irgendwie sowas. Pass auf, vielleicht gibt's keinen Boden. Kann ich mich hier einfach runterrennen und springen? Ja, das sollte gehen. Okay, ich fühle mich noch selbstsicher, nur noch gar nicht getroffen worden. Das nehme ich mal mit. Uff. Oh, wie mies. Noch mieser. Toll, jetzt sterbe ich hier auf so einer kurzen Strecke, dann, nachdem vorher alles super war. Gleich kommt ein Pilzi. Das wäre auch nur gerecht, finde ich. Am Anfang hier definitiv zu viele Items gleich. Pass auf, nicht zu. Nicht zu. Ja, Glück gehabt. Nicht zu weit, sondern kommt so eine Scheiße hier. Oh, da muss. Okay, ich muss jetzt. Ach, da musst du hoch. Fällst du da durch? Nein, ne? Nee. Aber guck mal, ob du links oben vielleicht einen Pilzi hast. Ja, das ist eine gute Idee. Leider nicht. Will ich mal nach rechts gehen? Jetzt geht, glaube ich, gar nicht mehr nach rechts, ne? Okay, dann. Ja, aber jetzt schon Boss. Für den ersten Versuch war es. First try. Ja, guck mal. Nicht. Ach, du hast ihn gleich, ey. Wie gut ist das? Oh, Fabian, first try. Versuch. First try, Fabian! FF! FDF! Klatsche ich mich kurz selber. Sogar den Stab hast du, den Somaria-Stab. Das darfst du noch. Ich gebe jetzt ab, obwohl ich nicht gestorben bin. Dann darfst du den letzten Level noch darf machen. Darf ich den letzten Level? First try, Treacherous Halls. Oh Gott. Ey, ey, ey. Auch gut, dass ich nochmal abgegeben habe. Vielen Dank für die ganzen freundlichen Worte im Chat. Das ist sehr schön. Okay, gut. Apropos schön. First Try. Oh, wirklich? Gute Idee, kann man einmal ausprobieren. Ja, ich dachte, ich habe die Geschwindigkeit schon nur hier. Treacherous Hall, also ist überall verarsche gleich. Hast du mal haben wir auf das Zeitlimit schon mal geschaut? Das nee, da habe ich gar nicht geguckt. Oh Gott, das besteht da 600? Easy. Okay, das ist, glaube ich, ein richtig mieser Level. Kannst du irgendwo rein in die... Ja, hätte man mal ausprobieren können. Oh, klein jetzt. Extra... noch nicht. Hier kann ich rein. Hier kann ich nicht. Da hinten. Oh Gott, das schaffe ich nie wieder bis dahin. Okay, ich kann jetzt entweder gleich da durchgehen. Musst du, es gibt ja keine andere. Na doch, ich könnte den P-Block benutzen und hier durch. Meine ich ja, ne? Achso, ich kann aber... Ist das andere nicht One-Way? Ja, ist in die Richtung. Okay. Dann, vielleicht ist es nur für eine Münze gewesen. Das kann sein. Boah, come on, das ist doch scheiße, Leute. Arschloch, hey! Richtig dumm. Was ist das denn? Oh nee, die sind Mario 2, oder? Mario 2, glaube ich. Die Marshmallows. Bin ich jetzt zurückgesetzt worden?
Nee, der ist neu. Nee, ein Stachy. Oh. Okay, da werden wir noch richtig viel Spaß, glaube ich, mit haben. Na, wir haben noch Gregor. 54 Minuten. Habe ich schon zwei, nicht aber einen. Nee, du hast einen bisher. Ich mag das Geräusch. Klick, 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 klick. Sehr gut. Nee. So, hier bin ich eben getroffen worden, weil es super mies ist. Du kannst dazwischen. Nee, ja, doch, so geht's auch. Bin ich hier eben rein? Nee, ein weiter. Du hast, der Block. Du konntest hochspringen, da. Ich könnte auch hier weitergehen, ne? Könntest du, ja. Kannst du dich auf den raufstellen einfach? Ohne, dass du springst? Jetzt mal aus. Ja, duck dich. Extra Leben oder so ein Scheiß. Geil. Aber jetzt ist was Geiles bestimmt. Ja, es war jetzt natürlich relativ schwierig, da wieder drauf zu kommen. Ich meine. Okay. Echt so, als würdest du an so einem Joystick rumrütteln. Stark. Hier würde ich es so kurz wie möglich machen, so wenige Röhren überhaupt berühren, wie es geht. Ja, da hast du recht. Ach, ich check mal hier die Münze einfach mal ab. Oh. Kannst du die Blöcke damit kaputt machen? Nee, ich musste das machen, damit ich hier überhaupt durchkomme. Ich musste die abwerfen, sonst wären die zu, wenn der P-Block weg ist. Ach so. So, jetzt ist bestimmt noch ein P-Block hier. Ja, für die Münze. Ja, vielleicht bringt sie auch noch irgendwo anders raus. Vorsicht. Oh nein! Das war relativ knapp. Ja, ich da. Oh, scheiße, ich muss die auch benutzen, ey. Ja. Ich dachte, eventuell sind da noch Pilze drin. Oh Gott, what? Ja. Ui, Kalamba! So, wo bringt er mich raus? Bei dem hier. Okay. Du kannst auch da reingehen einfach. Okay. Das habe ich schon verschissen, oder? Nee. Hammer. Stark. Ich glaube, die würde ich lassen. Da würde ich mir erstmal einen Pilz holen. Ich weiß, man kommt auch mit dem Laufen entlang. Ich hätte es, glaube ich, auch so gemacht. Komme ich hier an die Decke? Nein. Ich hatte richtig Angst davor, dass du in dieser Lava landen würdest. Ich hätte einfach drüber springen sollen. Komplett okay. Ich glaube, es war mein erstes Leben. X! Okay, das war das Zweite. Ich glaube, Gregor, bevor ich weitermache, es fällt mir gerade wieder ein, ich hatte euch versprochen, vorhin, wenn wir den ersten Level schaffen, gibt es für euch ein bisschen auch was zu gucken. Deswegen schieben wir kurz einen Superspot hier ein und dann geht's auch gleich weiter. Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist. Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf? Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit.
Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, lebe wohl, holde Maid! Oder wie wir Gamer sagen würden, GG! Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, 3 Versicherungen eintragen und einen 45€ Amazon-Gutschein sichern. Hallo. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Es war unerwartet, wie schnell wir jetzt wieder zurück waren. Ich bin schon wieder angekommen. Weiter geht's. Wieso habe ich denn keinen Ton mehr? Der kommt gleich. Ich brauche dieses belohnende Geräusch, wenn man auf die Gegner springt. Ja, genau. Wenn nur das Klacken vom Controller da wäre, wäre es ein bisschen wenig. Irgendwas hier, das Timing habe ich verrafft beim zweiten Mal. So, das lasse ich alles aus. Ja, genau. Du bist eh hier direkt danach rausgeflogen. Ja, hier würdest du eh rauskommen. Oh, was kommt hier jetzt noch? Ne? Ach so, da ist ja die vielen Jumps. Ja. Dann wieder jumpen. Geil. Geili. Das kann doch nicht sein, Mann. Wieso fall ich denn da rein? Gregor, ist das live? Nein. Wer das Sneep im Chat? Das ist deine Aufzeichnung. Wenn man es ganz realistisch betrachtet, gibt es nur, wenn ich das andere gesagt hätte, dann lege ich einmal richtig und alle anderen Male, wo die Leute das bei YouTube gucken, falsch. Jetzt lege ich nur einmal falsch, wenn ich sage, es ist nicht live. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe es nicht ganz, nee. Naja, es wurde gefragt, Gregor, ist es live? Na, wenn ich jetzt sage, ja, es ist live, dann stimmt das nur das einzige Mal, wo jemand das live schaut. Das stimmt, jetzt verstehe ich's. Beim VOD ist dann aber falsch. Aber jetzt habe ich nur einmal falsch gelegen und im VOD ist immer richtig. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Stochastik! Das wäre so blöd und er kommt dann nicht wieder zurück. Just what I needed hier durch, ne? Mhm. Vielleicht lass es einfach. Okay, das verarscht mich jetzt, oder? Meinst du, es ist zu breit? Nee. Oh nein, das ist jetzt wieder, wo es wieder zurück ist. So, oh! Ob das der Endgegner schon ist? Ich I don't know. Ich meine, es wäre Hammer. Das ist, ich bin auch blöd. Schön gemacht. Okay, aber. Stark, das war's. Wirklich? Ich glaube, ja. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Wirklich? Got it. Kannst du nochmal gucken? Damit haben wir... Damit haben wir alle Level geschafft. Abgeschlossen. Der E-Reader-Level von Super Mario Bros. 3. Und wir haben noch Sendezeit übrig. Ich habe euch das gleich gesagt, Leute, dass das heute alles entspannt wird. Jetzt haben wir das Problem, glaube ich, dass wir uns einmal hier technisch... Müssen einmal Werbung ...ein bisschen umdisponieren müssen. Das ist schade. Aber wer hätte gedacht, dass Gregor es so schnell jetzt schaffen würde? Machen einmal kurz Werbung. Danach gibt es hier ein bisschen... Können wir direkt weitermachen? Komm, wir können noch weitermachen. Ich überspiele einfach die Umsteckpause, die Gregor jetzt einsteckt. Was muss ich denn machen? Ich mach das, du musst sie überspielen, weil ich weiß, was man hier stecken muss. Okay, ja, dann... wenn ihr die Hände so macht und dann so, dann kommt... Ich kann sowas gar nicht. Schön, dass ihr da... Ja, stellt was in den Chat. Fragen.
Fragen gerne, die beantworte ich, wenn sie mal kommen. Elegant überbrückt bis zum nächsten Punkt. Ich habe leider für Fragen keine Zeit mehr. Fabian, hast du schon umgesteckt? Das habe ich schon. Cool. Wir spielen die aktuell noch laufende offene Beta von Windjammers 2. Wir haben es, falls ihr die Sendung schon länger heute verfolgt, angekündigt. Es ist ein Action-Sportspiel, eine Fortsetzung eines sehr alten Neo-Geo-Spiels. Diese Fortsetzung ist schon sehr lange in der Mache. Keine Ahnung, warum es immer wieder verschoben wird. Hat auch aktuell keinen fixen Release-Termin. Wird für PC, Switch und PS5 und PS4 erscheinen. Und ihr könnt aktuell, ich glaube noch bis zum 22. diese Beta spielen. Der einzige Modus, den es gibt, ist Online-Play gegen Fremde. Man kann da nicht groß was einstellen. Man kann hier Ranked Matches quasi machen. Wir gucken mal. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal lange dauern kann. Wir sehen nämlich auch unten, es sind 30 Spieler online. Wirklich? Oder nur 30 in diesem Gebäude? Weiß ja nicht, ob das... Rocket Beans? Ja, das ist ja sehr beliebt hier. Ich kann nicht glauben, dass 30 Leute weltweit nur die Beta spielen. Es waren schon weniger in den letzten Tagen, als ich geschaut habe. Das hört sich nicht vielversprechend wie das Spiel an. Es ist wahrscheinlich unglücklich, dass es jetzt 30 sind, weil das heißt wahrscheinlich 15 Leute sind in, also 30 Leute sind in 15 Partien. Wenn ich mal ungerade Leute stehe. Ja, wir brauchen eine ungerade Zahl. Dann, das heißt, einer von euch geht mal bitte da jetzt wieder raus. Oder es sind 30 inklusive uns. Nein, bis dahin wäre es schon wahrscheinlich. Genau, weil ja, wir spielen vor allem auf der PS5 jetzt gerade, ne? Die PS4-Version auf der PS5? Ja, allerdings spielst du mit allen PS4 und 5 Spielern zusammen und es ist angeblich auch plattformübergreifend. Das heißt, wir sollten theoretisch wohl auch mit anderen Spielern gematcht werden. Wir haben einen Gegner gefunden. Ich habe mir überlegt, Gregor, wir machen das einfach so. Jeder von uns, wir spielen immer abwechselnd. Jeder macht 3 Runden und wer eine mehr gewonnen hat, ist von uns der coolere Spieler. Ja. Das ist natürlich himmelschreiend unfair, weil Gregor und ich ja nicht beeinflussen können, gegen wen wir jetzt gematcht werden. Ich hatte immer Glück, wenn ich es bisher gespielt habe, gewonnen zu haben, aber die Leute waren auch sehr, sehr schlecht. Die sind wirklich sehr, sehr schlecht. Du bist links, ne? Ich bin der Spieler links. Es geht darum, diese Frisbee an verschiedene Zielpunkte des gegnerischen Spielfeldes zu werfen. Die geben nämlich unterschiedlich viele Punkte. Und ich glaube, ein Spiel geht bis maximal 16 oder bis das Zeitlimit abgelaufen ist, was ihr oben in der Mitte sehen könnt. Super langes Zeitlimit. Dafür hat er also wesentlich kürzer. Gleich 5 Punkte gemacht, der Kollege. Im Original. Ja, viele der Charaktere sind Rückkehrer hier, die man schon wählen kann. Den gab es auch schon im ersten Teil. Das ist natürlich die klassische erste Stage. Ja, man kann den Frisbee auch ein bisschen anschneiden, wenn das wie beim ersten Teil ist. Ja, das kannst du. Kannst sliden natürlich. Je schneller du den wegwirfst. Okay, jetzt haut er mir seinen. Na gut, da kannst du nichts mehr machen, ne? Je schneller du den wegwirfst, also je weniger Millisekunden du den hast, bevor du den wirfst, umso schneller geht er zurück. Also am besten gleich werfen. Sogar den. Altes den Lob hat er gemacht mit dem Special. Beim Special kannst du dich entscheiden, Lob machen oder das Super Special. Aber ja, erstens hat er es geschafft. Five Points. Der Lob sieht immer so dumm aus, aber er funktioniert leider manchmal. Du kannst mit X einmal so einen Dash machen, mit Kreis machst du den Lob und mit X auch den normalen Wurf, wenn du den Ball hast. Ja, Charaktere waren unterschieden in Gewichtsklassen. Power, glaube ich, ist da der Unterschied. Genau, weil die ganz schweren mit der großen Kraft sind vergleichsweise langsam. Da kommst du nur an die Frisbees ran, wenn du slidest. Aber wenn du den gut beherrschst. Oh, sehr gut. Hammer gut gemacht. Und damit habe ich auch den zweiten Satz. Den habe ich noch nicht. Einen Punkt muss ich noch machen. Ich mache noch einen dreckigen Lob. Ah, shit, verschwendet. Aber trotzdem gewonnen. Bravo! Ich glaube, das war's. Ich glaube, es sind 2 Gewinnsätze. Alex Parker hat nichts gebacke. Genau, dadurch, dass es quasi eine Beta, kannst du ja auch quasi Punkte sammeln, um auf den Ranglisten zu steigen. Ich mache mal Continue, vielleicht will er nochmal spielen. Dann wäre es auch vergleichbar, wenn du auch gegen ihn gewinnst. Wie geht denn die Steuerung hier? Was ist werfen? Will er aber nicht. X. X ist auch Rutschen, Kreis ist der Lob. Am besten genau, gehst einfach wieder ins Rank-Match rein. Also X, ne? X zum Rutschen und Werfen. Im Kreis des Lob. Gab's sonst was? Die beiden für Special wahrscheinlich. Das müsstest du tatsächlich gleich mal ausprobieren. Ich bin mir da etwas unsicher gerade.
Jetzt eine ungerade Zahl hier, aber wir sind wahrscheinlich das dritte Rad am Wagen. Ja, das dauert immer ein bisschen. Keine Ahnung, die Beta läuft auch schon einige Tage. Vielleicht hat er einfach auch der Andrang schon ein bisschen nachgelassen. Weil es gerade, während wir noch warten, im Chat gesagt wird, spielt mal Hades, Leute. Das kann ich unterstreichen. Das ist ein sehr schönes Roguelite-Spiel. Das gibt es jetzt auch für PlayStation, Xbox. Guter Punkt, den Hadoken92 nennt, dass er im deutschen Store die Beta nicht findet. Das ging mir genauso in der Vorbereitung. Du findest die aber, wenn du im Browser an deinem Rechner einfach diese Beta suchst. Ich habe die dann, das war glaube ich der britische Store, der aber auch ja ein PAL-Store ist. Da kannst du dich mit deinem normalen Account einloggen und kannst später auch über deine Konsole dann einfach den Download triggern. So im deutschen Store habe ich es auch nicht gefunden. Gar nicht gerutscht. Gregor mit einer interessanteren Map jetzt hier mit diesen kleinen Blockaden in der Mitte. Okay, der hat schon ein paar Mal gespielt. Okay, du hast offensichtlich einen stärkeren Gegner jetzt abbekommen. Der hat schon dreimal gespielt auf jeden Fall. Okay. Gegen Afro-Jazz kommen wir nicht an. Oh, okay, er kann springen und nicht werfen. Du kannst mal gucken, ob du mit Dreieck auch springen kannst. Stark. Okay, der ist sehr gut tatsächlich. Der ist wirklich... Ich würde sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn das Spiel mal in absehbarer Zeit rauskommt, dann machen Gregor und ich mal ein richtiges, so eine Online-Partie gegen euch, wo ihr uns herausfordern könnt. Ich organisiere ein paar schöne Preise und dann gucken wir mal. Wir werden natürlich auch noch ordentlich üben dann vorher. Okay, der hat mich zernichtet. Das ist nicht so schlimm. Guck mal, ob er noch ein Rematch will, dann spiele ich nochmal gegen ihn. Der will auf jeden Fall ein Rematch. Will er tatsächlich? Wenn er schon mal hier leichtes Futter hat. Hast du was rausgefunden nochmal zur Dreieck-Taste? Ich habe keine Gelegenheit gehabt, die zu drücken. Das Timing ist auf jeden Fall nicht ganz so wie beim ersten hier. Weil die Frage kommt wegen der alten Charaktere, das kann ich nicht genau sagen, weil die Beta nur auf 4 Charaktere beschränkt ist. Ach, Mann. Erwischt. Oh, shit. Stark. Oh, angeschnitten. Juhu. Ah, eine Sekunde zu spät. Das hätte ich noch gehabt. Wie... Special. Ja. Genau so. Geil. 1-0. Meinst du, Afro-Chess fragt sich jetzt gerade, wieso der Gegner jetzt aber noch viel stärker ist in der letzten Runde? Was ist denn hier passiert? Vor einer, der es noch nie gespielt hat? Der ist sehr schnell viel besser geworden. Bringt nichts, wenn du einfach da reinspringst in so einen Superball. Ah, shit. Ja, oh, so einen ganz dummen Ball geworden. Ist es schon? Ich glaube schon. Nee, 15 reicht anscheinend. Sehr gut. Zweites Spiel gewonnen. Willst du nochmal ein Rematch gegen ihn, wenn er noch einen will? Mach nochmal. Jetzt wundert sich, warum es jetzt wieder... Nee, der will jetzt keins machen. Wenn er verliert, macht er kein Rematch. Doch, bestimmt. Guck mal, come on, you can do it. Das muss ihn doch triggern. Challenge accepted. Nee, lieber, erst Chrissy, das ist jetzt Windjammers 2. Wir haben unser Mario Bros. 3 Experiment mit den E-Reader-Levels vor einigen Minuten abgeschlossen. Deswegen gucken wir jetzt nochmal ein paar andere aktuelle Sachen gerade rein. Und das ist eine davon. Here we go.
finde es schön modernisiert. Ich finde es einen ganz netten Grafikstil. Das machen ja wieder diese Franzosen bei Dot.emu oder wie die heißen. Der Style ist cool, ja. Mag das gerne. War das früher auch schon so, dass die Spielfelder so krass unterschiedlich breit waren? Ja, teilweise. Stark. Er hat natürlich ein super, super Special jetzt gerade ready. Ach, oh, mies. Okay, das ist fies, ja. Okay, wie soll es da hinkommen? Boah, gut gemacht von ihm. Oh nein, weggerutscht. Aha, angeschnitten. Oh, wirklich? Sowas geht hier? Gut gemacht. Alter. Okay, 0-1. Ist er jetzt von dem abgeprallt oder hat er den Move bewusst gemacht? Weiß ich auch nicht genau. Wenn, hätte er es ziemlich gut gemacht. Die Frage kommt hier, ja, das wird es auch als VOD natürlich dann nochmal geben, dass ihr das Mario nochmal nachholen könnt, falls ihr es verpasst habt. Wirst du es schaffen, im zweiten Satz jetzt ihn zu schlagen? Ich weiß nicht. Den hat er doch nicht erwischt, ey. Spiel läuft aber sehr schön leckfrei so. Oh, für das ist online. Ach, das kann ich nach hinten drücken. Ja, leckfrei ist es auf jeden Fall hier. Komm, ich fordere ihn noch einmal raus. Das Timing muss man üben auf jeden Fall nochmal. Ach so, er wollte nicht. Naja. Oh, direkt wieder ein Gegner gefunden. Ist schon der gleiche. Der rausgegangen ist und wieder rein, neues für viele hier gematcht. Gegen Madwist 320. Hatten wir Ring schon? Nee, ne? Hatten wir das schon? Nee. Ja, oh, das war ja, was war denn das für ein Weg hier? Ah, shit. Jetzt ist es hier mit dem Ringsee in dem Look. Hätte ich ganz gerne ein... Richtig dumm. Ein Saturday Night Slime Masters. Habe ich auch gedacht eben gerade. Oh, steh auf. Oh, ich habe ihn hier. Lob. Ach shit, das hat mich selber überrascht, dass ich den noch bekommen habe. Okay, 0-1. Frage kommt da gerade, die Beta kann man einfach gratis gerade sich runterladen auf PC und Playstation. Da braucht man gar keinen Key oder irgendwas für. Boah. Denk an den Lob. Jetzt aber. Okay, das ist, glaube ich, der beste Gegner, den wir bisher hatten. Ja, alles kriegt einfach. Und dann so ein Dumm. So, was hast du jetzt davon? Oh? Achso, der ist gesprungen. Oder Kittenwurf. So, 5 Punkte, sehr gut. Ja, toll, schießt er mich mit dem doofen Ding ins Tor.
Oh. 4 Points. 13, 12. Och, nö, oder? Okay. Komm, Gregor, du darfst auch noch dein drittes Spiel machen. Guter Gegner. Hat mir am meisten Spaß gemacht bisher die Runde. Come on, deine Herausforderung an. Boah, mein Gott. Den schweren hier. Hammer. Verdammt. Okay. Ich muss aber sagen, ansonsten wirkt es eigentlich super fertig. Also ich denke mal, der Release wird dann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das ist wahrscheinlich jetzt nochmal ein großer Test, wie der Online-Modus funktioniert. Stark, Gregor. Das wird deine Rehabilitation in Sachen Windjammers. Ah, fies. Oh, schade. Arschloch. Macht Bock, ne, wenn man ein bisschen wieder drin ist. Ja. Würdest gerne mal gegen dich spielen, aber das geht leider noch nicht mit der Beta. Ich muss mal wieder, wenn es fertig ist, machen wir es auf jeden Fall. Ja. Bin ich auch wieder im Training, hoffentlich. Spiel auch Doppelspielen eigentlich? Nee, das gibt es nicht, ne? Wow. Arm mehr. Selbst das... Nein. 13-11 ist dein Matchpoint, Gregor. Wenn du den machst, ist gewonnen. Lel. Geil. 2-0. Abgezogen. Das war sehr beeindruckend, würde ich sagen. Wollen wir rübergehen und noch, wir haben jetzt nur noch 27 Minuten Zeit, noch ein anderes Spiel angucken, Gregor. Können wir machen. Ich schaue mal gerade, ob ich das selber in Gang bringen kann, während du die... Soll ich wieder überbrücken? Du machst ein bisschen Stand-Up-Comedy. Ich hab hier... Da. Mach dir Ein-Mann-Welle. Mehr habe ich nicht. So, jetzt wieder die Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil Fabian so schnell das Spiel jetzt wechselt. Das stimmt nicht. Also Mario haben wir. Wir haben Frisbee gemacht. Jetzt gibt's gleich. Ist Völkerball das deutsche Äquivalent von Dodgeball? Habe ich gegoogelt extra, damit wir hier keinen Quatsch erzählen. Ich glaube, da bestehen dezente Unterschiede in der Ausgestaltung von Dodgeball und Völkerball. Das Spiel heißt Dodgeball Academia. Jetzt werdet ihr euch fragen, ob die Person, die das gekauft hat, sich schon angemeldet hat. Da würde ich sagen, weiß ich leider nicht. Vielleicht machen wir doch mal kurz eine ganz kleine Werbung, um dieses technische Problem zu beheben. Und dann erzähle ich euch mehr über dieses wirklich ganz schöne Spiel. Da sind wir wieder. Statt Windel war ich angehüpft, knallhart weggeballt, kann man sagen. Dodgeball Academia. Ja. Auf der Xbox Series. Genau, wir spielen auf einer Xbox. Es gibt es aber für alles, auch für Switch, PC, PlayStation. Der auf PC und Xbox ist es im jeweiligen Game Pass. Und das war auch der Grund, warum ich es mir runtergeladen hatte, weil mich das Spiel vorher, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Hab dann gesehen, okay, es ist im Game Pass. Und dann habe ich ein paar echt gute Sachen drüber gelesen. Wir können schon mal ins Spiel reinschauen. Ich habe mal das Intro geskippt. Ich habe gedacht, das ist vielleicht einfach ganz nett, wenn ihr auf ein bisschen andere RPGs steht und auch sowas wie Mario RPG gerne mögt oder Paper Mario vielmehr, dann ist es auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ich habe das privat schon mal ein bisschen gespielt, ein paar Stunden. Habe jetzt hier mal den Anfang drin. Wir skippen mal so ein bisschen. Es ist sehr viel Redepart und wir haben jetzt weniger Zeit noch, als ich dachte, weil wir bei Mario sehr viel schlechter waren, als ich dachte.
Wir sind der kleine Junge Otto. Das habe ich nicht mir ausgedacht, das ist vom Spiel so vorgegeben. Und wir werden eingeladen, so wie Harry Potter, nur nicht zur Zauberschule, sondern in eine Dodgeball Academy. Und das ist hier ein bisschen Einführung mit den drei großen Obermackern der Schule, die uns erklären, da ist so ein magischer Dodgeball eingespannt. Das überspringen wir jetzt auch mal, weil da noch sehr viel und lange gesprochen wird. Da stand Dodgeball-Weltkrieg. Ja, und dann geht es nämlich gleich über in so ein bisschen spielerisches Tutorial. Da werdet ihr schon sehen, wieso ich da auch Paper Mario ins Spiel bringe, weil es eben so leichte Action-Elemente hat. Wir lernen hier noch, okay, so kann ich Bälle aufnehmen, kann die abwerfen. Das sind quasi meine meine Angriffsmomente, nur dass ich eben selber aktiv diese Bälle fangen oder auch nicht kann. Jetzt habe ich jetzt Q gedrückt, um einen Ball zu fangen. Dann könntest du ihn zurückwerfen dann, ne? Wenn du das Timing richtig hast. Und die treffen sich auch gegenseitig in der Luft. Und da es noch Tutorial ist, fehlen jetzt hier noch die Sachen wie das Menü mit den Hitpoints und so. Aber es gibt natürlich diese Zahlen, die man da sieht. Das sind Hitpoints, die wir quasi verlieren, wenn wir getroffen werden. Halte mich jetzt gerade erstaunlich lange an diesem ersten Tutorial-Kampf hier auf. Gegner sieht ein bisschen so aus wie die Silhouette von diesen ganzen, die Plastikkopffiguren, also die Plastikwürmer mit dem großen Kopf, die alle gekauft haben früher und in die Büros gestellt haben. Bobbleheads? Nicht Bobbleheads, sondern Pop-Vinyls oder so, diese Pop-Figures. Ja. Die gibt's doch immer noch. Kauft die immer noch jemand? Funko Pops? Ja, Funko Pops, genau. Da konntest du ja vor vielen Jahren konntest du nicht durch irgendein Büro gehen, wo nicht irgendwie 20 auf jedem Tisch standen. Genau, das ist einer der anderen Schüler mit mir, der sich dann auch hier freiwillig zu einer Art Testmatch erklärt, während der Dude, der oben steht, der Typ ganz in Lila, so ein bisschen so der arrogante Superspieler ist. Ist Balloni ein sehr schlechter Spieler, der aber zumindest dafür gut ist, mir ein paar Sachen beizubringen. Genau, der erklärt mir jetzt eigentlich erst, wie ich die Bälle fange. Das weiß ich schon. Mensch. Bernie Balloni. Wir sehen auch, er hat nur 20 Hitpoints. Er ist nicht die stärkste Kraft auf der Akademie. Also fangen musst du immer mit der Taste machen, aber es ist nicht die gleiche Taste wie beim Werfen, ne? Damit du nicht durch. Genau, es ist eine andere Taste. Das ist im Grunde genommen halt wirklich komplett von Paper Mario übernommen, weil du da ja quasi auch im richtigen Moment drücken musst, um einen Angriff abzuschwächen oder auch komplett abzublocken. Genau, hier wird schon mal ein bisschen angeteasert, dass man natürlich später auch, wie das halt in RPGs auch ist, nicht alleine dann komplett spielt, sondern eben auch Teammates hat oder sich eine Party aufbauen kann. Jetzt überspringen wir einmal wieder. Wir hätten uns das angeguckt, Leute, wenn wir mehr Zeit dafür jetzt eingeräumt hätten. So, wenn es ein anderes Stil hätte, ist es tatsächlich auch irgendwie so aus einem South Park RPG sein können, ne? Das große Turnier. Ich habe das Olli gezeigt, weil er sagt, das sieht für ihn aus wie so eine Cartoon Network Serie. Ja, der Look auf jeden Fall. Mit dem, so, die haben ja gerne die Augen, die Mundpartien. Ja. Wir sehen unten rechts in der Ecke ist die Karte, da wird mir auch angezeigt, wo sind die Main Quests, du kannst Side Quests dann machen, das ist quasi erstmal diese Spielwelt hier und du kannst auch hier dich durch Rollen schneller über die Oberwelt bewegen, es gibt Items, die du finden kannst, es gibt Shops, in denen du dir Sachen kaufen kannst, die zum Beispiel deine Hitpoints erhöhen oder irgendwelche Special Effects auslösen. Wie lange hast du denn schon gespielt? Na, vielleicht so 2-3 Stunden. Also ist wahrscheinlich alles erstmal... Keine Ahnung, ob es irgendwann natürlich irgendwo anders bringt, aber in der Akademie, ne? Also da bin ich zumindest noch nicht rausgekommen. Ich weiß auch nicht, wie umfangreich das Spiel ist. Das Spiel stammt von einem kleinen Team namens Pocket Trap. Das ist ein brasilianisches Entwicklungsteam. Ich kenne nicht viele Spiele, die aus Brasilien kommen. Die haben das entwickelt und rausgebracht wird es als Publisher über Humble Games. Auf nur eins. Ich glaube, das war Brasilien. Blazing Chrome, wenn ich mich nicht erinnere. Oh ja, stimmt. Jetzt ist hier, da wir den Story-Part übersprungen haben, meine Quest mittelfristig, dass ich mich noch bis zum Mittag des gleichen Tages irgendwie darum kümmern muss, dass ich ein Dreierteam zusammenbekomme für mein Team, obwohl ich gerade erst angekommen bin. Und wir laufen jetzt rum und quatschen verschiedene Leute an, um die davon zu überzeugen, unser Teammate zu werden. Ja, Perspektive und Look and Feel sind sehr Paper Mario eben, ne? Also so wie die Grafik. Auch wie die Figuren hier oben stehen, so relativ platt aussehen. Das sieht auch aus mit den Brücken und alles sieht aus wie bei hier dem letzten Paper Mario auf der Switch. Da gibt es ja auch so eine Stadt, die recht ähnlich ist. Origami King?
Genau. Ja, ich glaube, diese Hubwelt, die wirkt ja auch recht ähnlich, die erste. So, dass es jetzt hier weiterläuft, Fabian, freust du dich schon auf Psychonauts 2? Weil so lange ist es nicht mehr hin, ne? Ja, es kommt Ende nächster Woche raus, wenn ich mich nicht täusche. Passend zur Gamevasion. Ja, ich hatte vorab schon mal ein bisschen spielen können. Mhm. Also ich habe schon Bock drauf, aber es ist der gleiche Eindruck wie beim ersten. Muss man schon ein bisschen Bock drauf haben vom Spielerischen. Mhm. Style ist cool, das war mir sehr zu redselig für einen Jump'n'Run mal wieder. Wirst du da noch heute im Game Talk drüber sprechen können? Ich habe vor ein paar Wochen im Game Talk drüber gequatscht. Finale Version habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber die war schon recht fortgeschritten, die ich gespielt habe. Also wahrscheinlich über ein paar andere Sachen. So was wie Axiom Verge 2 habe ich noch gespielt. Mhm. Zum Beispiel. Wir sind übrigens bei den ersten Leuten abgeblitzt, so wie das zu erwarten war. Die wollen nicht unserem Team beitreten. Aber jetzt überzeugen wir den mit unseren Künsten, dass sie dazukommen sollen? Ich glaube, das klappt bei ihm auch nicht. Ich glaube, wir lernen hier vor allen Dingen erst nochmal was Neues. Vampy sah doch anders aus. Ach so, genau. Da bekommt man jetzt erklärt, dass man die Bälle nicht alle sammeln kann und dann ewig festhalten kann, weil sie dann dir in der Hand explodieren. Und dann kann man sie sehr gefährlich schön zurückwerfen. Ansonsten, ich muss es natürlich eigentlich gar nicht erklären. Ihr seht übliche Hitpoint-Balken, die es gibt. Aber ich finde das an sich eigentlich ein ziemlich naheliegendes Konzept für so ein actionbetontes Rollenspiel. Wundert mich, dass es vorher nicht schon Leute. Ja, also vor allem die Echtzeitkomponente. Du kannst nicht mehrere Bälle in einer Hand haben, in der Hand doch, haben. Du kannst doch alle drei aufsammeln. Ja. Ja. Genau, übliche, wir sammeln Erfahrungspunkte, leveln auf, wir kriegen Preisgelder und auch Items, wie hier eben Süßigkeiten. Du bist voll der Bulli hier, du hast ihm sein Taschengeld geklaut. Du, ich hätte es ihm auch gelassen, ich kann nichts dafür, was das Spiel jetzt entschieden hat. Ja, mein Chat wird auch ab und zu trotzdem mal einen Völkerball gemacht. Den Unterschied müssen wir wirklich mal eruieren. Brennball war noch mal ein bisschen was anderes. Das war das mit den von einer Ecke zur anderen, ne? Brennball nicht eher so wie Baseball? Nee, Brennball war, ich glaube, wenn ich es nicht durcheinander bekomme, wo du auch bei uns in der Schule hatten sie dann so vier Ecken aufgestellt, wo du dann von einer Ecke zur anderen musstest. Ja, aber das ist doch Baseball, nur ohne Schläger. Brennball war wie Baseball, wird jetzt gesagt. Oh Gott, das ist wieder gefährliches Halbwissen. Ja gut, wenn man es mit Baseball vergleichen will, vielleicht ist Baseball wie Brennball. Kann man ja sagen. Hier kann man mal ganz kurz was zeigen. Du hast natürlich auch so übliche Interaktionssachen mit der Spielwelt hier oben. Da steht ein Schatztruhe rum, da steht, die kriegt er nicht auf, die ist zu fest verschlossen. Genau, jetzt sagt er mir, wo wir wieder hingehen sollen. Ja, ich glaube, gegen die Piraten müssen wir auch einmal antreten. Ach so, genau. Ah. Das gibt es auch, wenn Leute quasi zur gleichen Zeit bei einem Ball ankommen, dann gibt es so einen kurzen Schnelldrück. Battle. Kleiner Scramble hier. Was mich immer ein bisschen irritiert in dem Spiel ist, dass man auch ins Feld des Gegners rennen kann. Kann ich ja gerade. Ich dachte, du machst das hier oder es wird automatisch, aber du bist absichtlich vorhin nicht reingelaufen, ne? Ich glaube, es geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Gilt dann überhaupt ein Wurf? Ja, du musst mit einem Bein zumindest in deinem Feld stehen. Das könnte Solange sein. Gilt dann der Wurf sonst? Ja, ganz sonst das war richtig schlecht von mir, aber wir gewinnen natürlich trotzdem, da wir uns noch im frühen Tutorial-Bereich des Spiels befinden. Das wollt Balloni. Und schon wieder aufgelevelt. Das war schräg. Der hat die besten Sprüche aus den 90ern. Voll Töfte. Okay, wir müssen zum Hauptplatz jetzt gehen. Genau, jetzt erklärt er mir nochmal, dass ich auch rollen kann. Und was ich eben eigentlich noch zeigen wollte, wir können uns jetzt hier auch einen Ball schnappen, dann kannst du auch die Leute in der Spielwelt abwerfen und so ein Krams machen. Und du kannst natürlich auch hier hochlaufen und sagen, okay, ich möchte das gerne haben, was in dieser Schatztruhe ist. Und dann geht die so auf.
Aber der Ball verschwindet dann auch, ne? Ja, Schädelohrringe. Einmal hier auch das. Ist sehr Paper Mario-esque wirklich. Ah, wie die Embleme wahrscheinlich, ne? Genau, wir haben jetzt hier einen Slot und da können wir sagen, da sollen diese Schädelohrringe rein. Die heilen meine Trefferpunkte quasi um 15% des Schadens, den ich anderen zufüge, was ein ganz gutes Upgrade ist zu Beginn des Spiels. Genau, Karte, Team ist jetzt noch nicht so viel zu sehen, weil wir eben nur bisher Otto am Start haben und Süßigkeiten ist auch klar, heilen mich, speichern und dann gibt es noch ein kleines Optionsmenü. Hier zum Beispiel sehen wir jetzt das, was hier blau ist auf der Karte. Das ist zum Beispiel, glaube ich, eine Sidequest, die wir annehmen können. Ja, es wird unser neuer bester Freund. Nee, wir müssen sie zerschmettern, leider. Mhm. Das ist wie bei Dragon Ball. Unser Feind wird unser bester Freund. Das ist unsere erste Nebenquest, die wir angenommen haben. Das machen wir natürlich gleich mal, weil es ja quasi auf dem Weg liegt. Jetzt wäre ich fast versehentlich in den Shop gerollt, aber es geht gar nicht. Was geht? Sagt der Chiabo. Ich finde diese ganzen Side-Characters, die diese komischen Schnuten haben, wie diese anderen Typen, da ist es ein bisschen ein Clash mit den Hauptcharakteren, die anders aussehen. Ja, müssen wir die Inspirationsquellen der Designer sich mal anschauen. Diese Lobs, die er macht, die sind schwerer zu fangen, als man denkt tatsächlich. Das sieht so leicht aus. Aber wie ihr seht, bin ich sehr schlecht darin, das zu machen. Ich habe auch das Gefühl, wenn der Erste einen trifft, dann trifft der Zweite auf jeden Fall auch. Aber ich kann dem auch, glaube ich, einfach ausweichen. Was in dem Fall, glaube ich, die deutlich bessere Option ist. Ja, eindeutig. Also konntest du auch im anderen Feld werfen jetzt. Okay, ich versuche nicht mehr, die zu fangen. Wir sehen aber, ich habe mich ein bisschen recovered schon, weil ich eben jetzt diese tollen Ohrringe schon habe, die meine Energie wieder auffangen. Auf den Boden abgeworfen. Ja, ist mies, aber so ist es nun mal beim Dodgeball. Er hätte wissen müssen, worauf er sich einlässt. 40 Cent geklaut. Und ab morgen bringst du die selbst vorbei. So, gleich gelöst die Sidequest und wir müssen quasi wieder in den rechten Bereich zurück. Ich freue mich auch nach wie vor auf dieses Sports Story, falls du dich daran erinnerst. Dieses das Sequel, Golf Story, ja, wo man auch verschiedene Sportarten spielt. War Tennis dabei? Ich glaube ja. Tennis würde ich gern spielen. Also viele coole neue Tennisspiele. Ich hatte ja ein bisschen auf das Sega-Olympia-Ding gehofft. Mhm. Aber es ist schon recht simplifiziert. Ja. Also dafür, dass sie schon Tennis und Fußball und andere Sachen dabei haben, aber die haben es ein bisschen runtergedreht vom Anspruch, dann spiele ich doch lieber wieder Virtual Tennis. Ist es ein Spiel, was dich interessieren würde hier, Gregor? Hättest du Lust, mit Otto noch ein bisschen Zeit zu verbringen, privat? Ja, durchaus. Also, ich meine, so ein RPG-Kleid kannst du viele verschiedene Games da reinpacken, aber du hast schon mal ein bisschen ausgeführt. Ich mag eigentlich die Grundidee daraus, die Geschicklichkeit so mit drin zu verbauen, dass du während der Kämpfe nicht nur den gleichen Standardkram machst, mhm, sondern da auch ein bisschen aufpassen musst. Das ist ja das Schöne bei Paper Mario gewesen, das Individualisieren. Ja. Die Timing-Geschichten haben es nochmal gemacht, dass du nicht nur Random Encounter A und so weiter. Mhm. Und mir ist sowas lieber, um dann den Paper Mario-Vergleich wieder zu machen, als dieses nichtsbringende Dreh an den Scheiben und dann spring 15 Mal über den gleichen Goomba, wie bei dem Origami King. Mhm. Ne? Ja, das war leider nicht so geil. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, ich fand das auch gut, aber die Bosskämpfe, nee. Ja, bei dem hier weiß ich nicht zum Beispiel ohne das Kampfsystem, ob sich das trägt oder nicht. Paper Mario würde ich auch ohne das Kampfsystem spielen, weil da das so charmant und von der Story her unterhaltsam ist. Das könnte ich auch als Adventure zocken. Er hat uns vernichtend geschlagen. Ich möchte behaupten, es ist geplant. Ich glaube schon, wenn er schon 169 da hat. Ja, Boris ist halt einfach der King.
Der Pflaumenmann. Boris die Pflaume. Was sieht eher sowas aus, als würde ich auf der Switch mal mitnehmen für ein paar Runden immer. Mhm. Kostet, glaube ich, plattformübergreifend normalerweise 25 Euro. Mhm. Wie gesagt, PC und Xbox ist es im Game Pass. Es hat natürlich auch prinzipiell, glaube ich, einen Versus-Modus, ne? Ja. Sollen wir das mal ausprobieren? Können wir mal testen, ja, das klar. Das haben wir gerade spontan ausgedacht, hätte ich es gar nicht vorbereitet. Du musst dir wahrscheinlich aber den zweiten Xbox-Controller holen, der da hinten liegt. Liegt da noch einer? Ja, ich greife mir mal ein. Dann machen wir doch das nochmal für die letzten Minuten. Ich speichere mal einmal hier kurz ab. Ist das der richtige Controller oder muss ich den erst sinken? Das ist, glaube ich, der richtige. Ist gesinkt, ja. Ja, hau mal rein, wenn das so geht. Bin mir gerade unsicher. Vielleicht habe ich mir das auch gerade nur ausgedacht, dass es überhaupt einen Versus-Modus gibt. Oh. Ja, muss ich auch anmelden. Stimmt, dieser Account-Käse. Kann ich nicht Gast einfach sein? Warte mal, ich probiere es kurz nochmal hier mit. Hey, geh du mal in den Account, der schon drin ist. Nee, ich bin ja hier angemeldet. Und kann ich bewegen? Probier okay. Mal. Geht. Es geht. Cool. Hey. Wollen wir. Such dir einfach raus. Mit zwei Autos spielen, aber wir machen erstmal One gegen One, oder? Oh, okay. Du kannst erstmal reinkommen. Also mit B fangen und mit A werfen. X werfen. Und viel mehr wirst du wahrscheinlich jetzt hier gar nicht. Ich habe den Burst-Modus noch nie gespielt, die Leute. Deswegen wissen wir auch nicht genau, was uns da jetzt erwartet. Boah, du, okay, man macht auf jeden Fall mehr Schaden im Versus-Modus. Boah, wie lässt nur die Bälle wieder fallen? Oder machst du das gar nicht bewusst? Warte mal, ich bin rechts, oder? Ja, du bist rechts. Das fragst du mich jetzt? Hast du mich vorher schon mal getroffen? Ach, warte mal, X zum Werfen. Wenn man auflädt, kannst du dich nicht bewegen, oder? Okay, das ist dann immer so ein Abwägen, ob man das machen sollte. Okay, du hast jetzt. Ach, X zum Werfen, ja, vergessen. Y macht auf jeden Fall auch irgendwas, was wie ein Aufladen aussieht. Habe ich. Oh, shit. Kannst du eigentlich einen Ball auch noch fangen, wenn du schon einen in der Hand hast? Oder ist das denn ich glaube, es ging gerade. Ich verdrücke mich noch mit den Tasten hier. Achso, das liegt daran, dass wir, wiederholen wir einfach noch, ja. Oder? Wir sind beide schon auf Level 10 dann quasi gelevelt, deswegen haben wir hier mehr Hitpoints und machen auch mehr Schaden. Springen ist auf jeden Fall auch ein valides Mittel zum Ausweichen. Stark. Also hier siehst du auch relativ deutlich die Begrenzung, bis wohin man laufen kann. Boah, schön 24 Hitpoints verloren. Einmal aufladen. Okay, man kann echt über die Bälle, das war jetzt ein Zufall, dass das geklappt hat. Du kannst echt über die Bälle auch drüber springen, wenn du es richtig timest. Jetzt habe ich dich. Oh nein! Verdammt. Boah, knapp war das sogar. Mega knapp. Nächster Treffer hätte mich auch erledigt jetzt. Ja, ich glaube, wir können noch eine Runde probieren. Das können wir auch mal probieren, ja. Ja, das Timing muss man echt üben. Deshalb die ganzen Tutorials am Anfang. Okay. Was immer. Wir könnten die insgesamt wahrscheinlich mehr Bälle einstellen. Du kannst dann wahrscheinlich auch Special-Bälle und sowas nehmen. Okay. Das ist schon ganz gut. Können ja noch mal ein anderes Freizeitbereich. Bereich, Tagmodus an, was auch immer das bedeutet. Autos. Das Gegenteil vom Nachtmodus. Hohes Gras. Lass mal alles mal auf. Hohes Gras. Und dann nehme ich mir noch ein Auto dazu. Ja, dann. Achso. Oder komm, wollen wir mal spaßeshalber 3 gegen 3 machen und gucken, wie das funktioniert. Rein. 6 Autos. Haben wir es mal gesehen. Der Rest ist KI?
Die kommen rein, ne? Das geht dann, glaube ich, über rechten Trigger. By the way, wenn du den Ball rauspassen willst. Ach so, ja, Moment, aber das ist ja kompletter Quatsch, merke ich gerade. Also, wenn du dreimal den gleichen Charakter hast, ist das Quatsch. Das ist, glaube ich, erst eigentlich dann spannender, wenn man das wahrscheinlich in der Kampagne macht und drei unterschiedliche Charaktere hat. Sei denn, die Leute draußen erholen sich nach und nach wieder. Okay, jetzt hast du aber richtig raus. Steh auf! Wo habe ich das denn gemacht? Unkonzentriert, was bedeutet das denn? Wenn ich Y drücke. Mal eben, liebe Leute, weil wir gleich mit der Sendezeit am Ende sind. Ihr seht jetzt gleich im Anschluss den Game Talk heute ungewohnterweise live mit Sandro Ilias Gregor. Danach die Bundesliga auf ihrem neuen Kadiz. Ach, jetzt, guck mal, ich dachte, ach so, kommt tatsächlich automatisch. Müssen wir schon zu Ende spielen, Gregor. Ach Gott. Danach die Bundesliga auf ihrem neuen Sendeplatz zur Primetime. Ach so. Und nächste Woche gucken wir mal, was Gregor und ich denn. Da werden wir euch gar nichts präsentieren, fällt mir gerade ein, weil dann so ein bisschen Special-Programm ist, weil ja nächste Woche auch die Gamevasion ansteht. Euch aber vielen Dank, dass ihr mit uns heute noch Mario zu Ende geschaut habt. Jo. Dass ihr ein bisschen Windjammers geguckt habt und wie wir uns hier durch Dodgeball Academia spielen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen einen ganz kurzen Einblick in das Spiel gegeben. Ich finde es sehr nett. Gerade wenn ihr Game Pass habt, guckt da mal rein. Auch wenn der Versus-Modus natürlich nur eine Dreingabe zu dem eigentlichen RPG Part des Spiels. Jetzt komm mal darstellt. Komm, jetzt musst du noch meinen letzten Charakter einmal treffen. Dann enden wir hier auf den Sieg von dir. Das ist doch auch schön. Oh, du kannst doch deine eigenen Leute abwehren. Das geht auch. Aber ich glaube, sind das nicht deine Leute hinten? Das ist doch Dodgeball. Ach, komm so, doch nach hinten. Ja? Das ist die Völkerball. Ja. Da haben wir noch was gelernt zum Ende. Vielen Dank fürs Dabeisein. Gregor, sagt da auch noch was? Ich sag auch danke und ich renn gleich rüber. Wir sehen uns gleich im Game Talk. Retro Club hätte ich was gesagt. Bis gleich. Yeah.